Gut 2 Stunden sitzen die Chefs von CDU, CSU und SPD beim Bundespräsidenten. Sie loten aus, wie Deutschlands künftige Regierung aussehen könnte. Nun wollen sie ihre jeweiligen Parteien informieren. Nach dem mit Spannung erwarteten Gespräch der Spitzen von CDU, CSU und SPD beim Bundespräsidenten beraten die Parteiengremien nun intern über die Möglichkeiten für eine große Koalition. Ex-SPD-Chef und geschäftsführender Außenminister Sigmar Gabriel sieht seine Partei nicht unter Zeitdruck. Keiner darf erwarten, dass das schnell geht, sagte er im ZDF mit Blick auf mögliche Sondierungen. Die Union solle nun zeigen, was sie denn will. Auch SPD-Vize Olaf Scholz sagte, seine Partei werde sich Zeit lassen. Deutschland habe eine geschäftsführende Regierung, sagte Hamburgs erster Bürgermeister im ZDF. Die Frage, was zu tun ist, kann deshalb auch sehr sorgfältig hin und her gewogen werden. Der parlamentarische Geschäftsführer der Union im Bundestag, Michael Große-Brömer, drängte dagegen zur Eile. CDU, CSU und SPD sollten jetzt möglichst rasch Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Denn Politiker und Parteien werden gewählt, um zu gestalten, und nicht, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, schrieb er in einem Gastbeitrag für die Nordwestzeitung. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte am Abend mehr als 2 Stunden lang mit Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer gesprochen. Über Inhalte wurde zunächst Stillschweigen vereinbart. Die Vorsitzenden wollten erst ihre Parteien informieren. Unterdessen verweist der Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand und CDU-Bundestagsabgeordnete